Ich bin jetzt erst bei 100, ne? Ich krieg hier einen Lachanfall. Die Karre ist so hässlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3 auf dem PC, Folge 24. Ja, wir sind wieder zurück im Festival, wegen einem Spiel Neustart. Wir müssen im Outback sein, wenn ich mich recht erinnere. Diese Musik, ne? Im Hintergrund zu sehen, unseren voll aufgemotzten Königsegg Regera. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Wir haben ja hier unser... Ja, den sind wir ja in den letzten Folgen auch gefahren. Wir haben ja noch ein paar langsame Autos, zum Beispiel den hier. Der ist auch gut, ne? Wir müssten eigentlich alle mal testen, aber jetzt... Wir schauen erstmal, was es zu tun gibt. Gibt es hier noch irgendwas? Scheunenfunde, genau. Wir haben ja noch zwei Autos. Ja, wir haben ja noch... wir haben den hier bereits. Den hier, den sind wir noch gar nicht gefahren. Dieses Müllding muss ich unbedingt fahren. Wir müssen aber noch zwei andere Müllteile abholen. Danke. Du musst verstehen, dass das nicht nur ein Auto ist. Es ist eine Umkleidekabine, ein mobiler Surfclub, ein Autokino, eine Einzimmerwohnung. Es ist eine Institution. Ja, die wirklich sehr hübsch aussieht, muss man sagen. Da werde ich die auf jeden Fall auch nochmal voll aufmotzen und gucken, was dann mit diesen Kisten noch tatsächlich imstande ist. Und zwar, ja, der ist noch nicht bereit, der muss noch, der wird immer noch hergerichtet, aber den müssen wir auch noch abholen, der Jaguar. So schnell, dass jeder Ganova einen als Fluchtwagen hatte. Also ist die Polizei auch darauf umgestiegen. Siehst du, die Automobilkultur schafft Freundschaften seit 1959. Ja. Ist eine nette Sache. So, ich würde gerne mal diesen richtig hässlichen Wagen hier. 100. 500. Alter, der ist ja... Der ist gar nicht mal so schlecht, ne? Okay, Ford. Ford Super Deluxe Station Wagon. Wir müssen einsteigen, wirklich. Das ist einfach so eine Schrottkarre. Wir wollen die erstmal so fahren. Allerdings habe ich den Eindruck, dass ich das Ding nach weniger... Ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Ja, den werde ich jetzt aber nicht mit dieser Karre hier herausfordern. Wir schauen sie uns an. Ja, das ist wirklich... Boah, die Drehzahl schießt richtig schnell nach oben, ne? Geil. Wahnsinn. Und jetzt kommt's. Die beste Beschleunigung, die es jemals gegeben hat. Wow. Ist das geil. Ich bin jetzt erst bei 100, ne? Ich krieg hier einen Lachanfall. Die Karre ist so hässlich. Und so Schrott. Ich muss ein Rennen damit fahren. Ich muss ein Rennen damit fahren. Auf dem Gelände. Komm. Hochgeschwindigkeitswüstenfahrt. Wir fahren jetzt das Hochgeschwindigkeitsrennen. Boah. Wir testen mal ganz kurz die Beschleunigung. Okay, und jetzt. Mal sehen. Okay, die Kurve verfälscht es jetzt ein bisschen. Das waren 17 Sekunden von 0 auf 100. Beeindruckend. Es geht eigentlich voll. 17 Sekunden auf 100, das ist
eigentlich okay für so eine experimentelle Kiste. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich hoffe, diese anderen Leute fahren auch mit so einer Schrottkarre. Gott. Ein 1946er Ford Super Deluxe Station Wagon mit dem Fernrennen. Wir können natürlich eins entwerfen. Das ist nur diese Karre da. Wisst ihr, wartet, machen wir jetzt. Es darf nur diese Karre hier fahren. Fahrzeugtyp. Nee. Aktuelles Auto. Eins. Ja, ich hätte aber gerne. Weiß ein Special. Jahrzehnt. Pre. Ich will aber individuell. So. Schwebt dir was Bestimmtes vor? Hier kannst du dein eigenes Autothema erstellen. Wähle einfach ein oder mehrere Autos aus, die du zulassen möchtest. Oh, das finde ich richtig geil. Und dieser Abarth, ne? Geil. So, wir brauchen aber den, der war auch richtig. Ach, geil. Den kann man auch tunen, ne? Wir brauchen aber den Ford. So ein bisschen vor. Oh Gott, es gibt so viele. Einfach mal so viele Autos, ne? So ist dieser Schrott. Ford. Wo ist denn der? Es gibt eine ganze Menge Fords. Hallo, Ford. Alter. Das sind doch keine Fords mehr, oder? Es gibt ja richtig viele Fords. Krass. Ja, wo ist denn der jetzt? Ah, hier ist er doch. Hinzufügen. Bestätigen. Renneinstellungen. Individuell Mittag und Heiter. Das Oldtimer-Rennen der Extraklasse. Das Oldtimer-Rennen Spezial. So. Das Oldtimer-Rennen Spezial. Autothemen. Achso, ja. Nö, es gibt nur eins und mit dem fahren wir jetzt. Geil! Die anderen werden diese Karre auch haben. Das Lied ist auch richtig geil. Ich höre sehr, sehr gerne diese Musik. Es muss auch nicht immer so wild sein, es kann auch mal so schön ruhig sein. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich nicht immer nur unnötiges Zeug labern. Die haben echt alle die Karre. Entschuldigung. Ey, die haben die alle so unaufgetunt, ne? Ah, oh, geil. Alle haben den 1946er Ford Wagon in der Klasse D100. Viel schlechter geht's hier gar nicht, ne? Also, ich könnte theoretisch so ein bisschen Feintuning machen. Ja, theoretisch könnte ich die Achsen. Nein, kann man gar nicht. Und der Typ hat nur drei Gänge. Kann aber. Okay, er braucht 16 Sekunden von 0 auf 97. 0 bis 161. Fehlgeschlagen. Ja, er kann es nämlich gar nicht. Okay. Wir können die Kiste theoretisch tiefer legen. Nee, können wir gar nicht. Wäre jetzt auch nicht so schlau gewesen, weil es im Querfeld ein Rennen im Gelände ist. Boah, geile Karre. Alter, ist die geil. Das Rennen wird's, meine lieben Zuschauer. Alter, der schaltet so richtig schnell. Wir müssen die Kurven ausnutzen. Wir können nämlich nichts machen. Alter, diese Karre. Ich feier die gerade so hardcore. Ich hab nicht geschafft. Müll. Oh Gott. Junge, die Federung ist einfach mal sowas von schwammig. Das kann nur ein Amerikaner sein.
Ford ist ja ein Amerikaner, was rede ich da über? Problem ist, die können dann mit dem Gelände... Alter, der fährt gar nicht mal so schlecht, weil er so lahm ist. Was wundere ich mich überhaupt? Geil, driften. Kann er auch. Es sollte eigentlich ein einfacher Sieg werden. Vor allem, weil hier kein Checkpoint ist. Und tschüss. Ne? Ey, das Rennen kann ein bisschen dauern. Wir haben jetzt... Obwohl, wir haben ja schon 20% fast. Wenn ich ein paar Lachkrämpfe bekommen sollte, dann liegt das an dieser Karre. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Aber ich kann nichts dafür. Diese Karre ist einfach so... Ich fange gleich wieder an. Die Karre ist einfach so Schrott. Das ist so unglaublich. Aber Alter, 150 Topspeed, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Dafür, dass die Karre so alt ist. Geil. Wahnsinnsbeschleunigung, Alter. So viel schlechter geht's in dem Spiel gar nicht. Ich glaube, das ist eine der schlechtesten Beschleunigungen, die es gibt. Boah, jetzt noch durchs Wasser. Alter, wird er echt krass abgebremst. Können wir mal in so einer Cockpit-Sicht fahren. Geil. So könnte ich theoretisch auch mal mit Lenkrad fahren, aber... Ja, die Autos sehen halt viel besser von außen aus. Natürlich sind sie auch gut designed in und so. Kein Problem, kein Ding. Super gemacht, aber... Ich sehe die da doch schon in meinem Spiegel, in meinem Rückspiegel. Die hier im Vergleich zu Bemenji Drive sogar funktionieren, ja. Da habe ich leider das Pech, dass die nicht funktionieren. Das haben sie noch nicht gemacht. Das ist aber auch nur eine Alpha-Version, da sage ich nichts zu. Aber wir haben die Alpha schon durch. Obwohl, es ist ein Update jetzt erschienen. Hauptsache, ich habe Bemenji Drive 20 Folgen lang aufgenommen, habe erst 4 Folgen hochgeladen. Und jetzt in dem Moment, wo ich das aufnehme, sind bei Forza 6 Folgen oben und das ist jetzt Folge 24. Also, naja. Fast Topspeed erreicht. Und jetzt Vollgas, komm. Der Typ braucht eine Weile, bis er um die Kurve rumgekommen ist, ja. Wow, ne, also... Ich muss schon sagen... Mit der Karre werden wir trotzdem noch Spaß haben, liebe Zuschauer. Denn nach diesem Rennen fahre ich nämlich wieder zurück zum Festival. Und motze das Ding vollständig. Und damit meine ich auch vollständig. Obwohl, kann man Scheunfunde aufmotzen? Ich weiß gar nicht, ob man Scheunfunde auch noch aufmotzen kann. Aber wenn, dann kann ich euch versichern, werde ich aus dem Ding nochmal was ordentlich rausholen. Ich will mit dem Ding 200 fahren. Auch wenn es angesichts dieses Autos vielleicht nicht möglich ist und man Angst hat, dass es auseinanderfällt. Aber Spaß kann man immer haben, würde ich sagen. Und dass das Spiel hier meiner Meinung nach auch zum Spaß gedacht ist und für mich auch als kleinen Spaßfaktor dient. Und da würde ich sagen, dann machen wir das. Und das finde ich auch eine super Idee. Und, wir kommen auf Topspeed, ne? 154. Aber ich finde es richtig geil, dass der so oft noch die Kurven nimmt, ne? Wir haben sogar eine ziemliche Menge Vorsprung. Da ist die Ziellinie. Wir haben es geschafft nach 4 Minuten 20. Und so rasen wir mit 144 Sachen ins Ziel. Okay, die kommen jetzt auch langsam an ihr Düst. Ja, der Abstand ist aber da, ne? Das liegt einfach an diesen Karren. Zu denen man wirklich auch Karre sagen kann, weil das ist einfach so ein... Aber es soll ja über 17.000 Fans dadurch geben. Und damit dürfen wir die neue Festival-Erweiterung eigentlich da haben. Richtig, wir müssen noch fortsetzen drücken. Ganz vergessen. Gibt ja schön viel EP. Und Fans. Naja, es gibt sie. Damit sind wir bei 600.000 Fans. Ein Schaurennen. Ah, es gibt keine... Ah, doch. Ah, nee. Es gibt jetzt ein Schaurennen wieder. Ein neues Schaurennen. Das letzte Mal sind wir gegen den Zug gefahren, wa? Hab den Landcruiser wieder flott gemacht. Ah ja, der Toyota, das ist auch durch. Willst du ein weiteres Schaurennen bestreiten?
Das hier war meine Idee. Ich musste mich dafür wirklich ins Zeug legen. Aber sowas hat das Horizon noch nie gesehen. Deshalb sind wir ja schließlich alle hier. Das ist die Startlinie. Sag einfach Bescheid. Alter, das gibt uns 410.000 Fans. Alter. So, aber wir fahren jetzt zurück. Oder machen wir zuerst das? Wir sind ja da. Wir müssen gegen Boote fahren. Und das werden wir sicherlich nicht mit dieser Kiste hier tun. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass die Reifen durchdrehen. So viel Power hat er ja eigentlich gar nicht. Egal. Mit welchem Auto dürfen wir denn, haben wir denn die Ehre, gegen diese Boote. Wir waren bereits alleine 40 Minuten auf dem ersten Platz. Das ist ganz ordentlich. Ich müsste mir jetzt mal ausrechnen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Oh, wir dürfen tatsächlich die 800 PS Schleuder nehmen. So, was ist das schnellste Ding auf Erden ohne Flügel oder Räder? Du fährst gegen eine Powerboot-Staffel. Gern geschehen. Ja, ich danke dir sehr. Optimistisch gesehen. Sarkastisch meine ich. Ach, ich soll dich nicht blamieren. Ja, ja, klar. Das würde dir jetzt so passen. Alter, der hat auch viel zu viel Power. Und diese Ventilatoren hier. Ah. Oh, gegen die... Alter. Ja, einfach mal die Schilder umrahmen. Das ist auch mal eine extrem gute Idee. Wenigstens bekommen wir einen einigermaßen super flotten Geländewagen, ne? Das ist schon nicht schlecht. Allerdings besitzt der Heckantrieb. Okay. Oh mein Gott. So, komm. Ah, das geht doch schief. Komm, jetzt gib Stoff. Ich weiß gar nicht, ob man Schaurin überhaupt verlieren kann. Wir haben ja gegen den Zug eigentlich verloren. Der hat ja abgebremst am Ende. Na gut, er muss abbremsen. Aber trotzdem. Oh, wir dürfen im Wasser fahren. Mit den 800 PS sollte das eigentlich relativ wenig uns jetzt darstellen. Aber es sieht eigentlich nicht so gerade nicht so gut aus für uns. Ja, sicher ist es so eng. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Kiste unbedingt fahren will. Die hat einfach zu viel Leistung. So Heckantrieb, ne? Das ist halt ein riesen Nachteil bei einem Geländewagen. Vor allem, wenn er so viel Leistung anzulegen hat. Ah, oh Gott. Okay, die vielen Boote sind vielleicht ein bisschen zu viel für meinen PC. Das merkt man. Daran, dass das Wasser gerade nicht geladen hat. Diese paar, vielleicht liegt es auch im Spiel, die PC-Version, dass da noch ein paar Grafikfehler drin sind, aber ja, alles klar. Hat der nur drei Gänge? Der hat nur drei Gänge? Was soll denn das bitte jetzt? Er macht so einen richtig genialen Eindruck und dann hat er einfach mal nur drei Gänge. Oh Gott. Ja, die könnte man nur geradeaus fahren. Ich muss jetzt einen riesen Umweg fahren. Ist klar. Ja, die Boote springen natürlich über mich. Die sind aber immer noch vor mir. Ah, jetzt fahren sie langsam. Okay. Ja, ich muss ja auch einen riesen Umweg fahren. Was beschwere ich mich überhaupt? Nee. Dass der da gegen diese Tonne fährt, das sehe ich jetzt. Dass der da so abgebremst wird. Okay. Oh, ich bin Erster. Ja, weil ich ein Boot. Die ganzen Boote hätten vor mir. Ich wusste nicht, dass die über dein Auto rüberspringen würden. Ich hätte ansonsten deine Versicherungssumme erhöht. Aber hey, alles gut gegangen. Du hast es offenbar überlebt. Ach so, du hast ihn so erwartet. Naja. Okay, es war 0,3 Sekunden, das war krass. Also das ist gar nicht mal so viel. Nicht schlecht.
Das gibt natürlich massenhaft Fans. Da müssten wir jetzt bei einer knappen Million Tatsache sein. Ne, über eine Million. Könnten wir jetzt über eine Million Fans erreichen? Ja, tatsächlich. Oh, da bekommen wir ja... Ja, die nächste Festivalrettung haben wir schon. Ich dachte, das wird jetzt ewig dauern, aber nee. Und, perfekt auf die Sekunde. Die Folge ist zu Ende. Fortschritt bis zum Schauer 10%. Oh, okay. Hallo Fabio. Das war's. Keine Fans mehr. Wir sind voll. Kleiner Scherz. Sammle nur weiter Fans. Wir bauen einfach aus. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.